Silvernagel has an easy chance to snatch up a third place. And he left his rally goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's really going in. Bernard is going to go take the green. It's a black tree for not giving up. It probably felt a little hopeless, but it's somehow. Bernard Hendrick has got his way through. He has not given up in the GT4s, and he's going to be in the lead. Bye-bye. Oh, oh, oh. Kartoffelbrei, ne? Hallo, liebe Simracing- und Rennsportfans, und ein ganz besonders herzliches Willkommen. Weihnachten steht vor der Tür und wir wünschen euch allen eine besinnliche Adventszeit. Porsche Cup auf der Nordschleife. Und heute unser Bernie am Start. Und der Mac, wie ihr hört, im Hintergrund auch noch irgendwo dabei. iRacing Porsche Cup Open Setup. Das bedeutet, dass das Setup für jeden freigegeben ist. Ja. Wir fahren heute hier auf der Nordschleife die kombinierte VLN-Gesamtstrecke. Alle Fahrer benötigen heute mindestens B-Lizenz. Die Stärke des Feldes beträgt 2248. Wir haben heute 3 Runden auf der Uhr stehen, ungefähr 25 Minuten. Und wir haben heute keinen Fast Repair und keine Qualifikation. Man kann aber eine Vorqualifikation fahren. Überarbeitetes Damage-Modell für die GT3s. Okay. Ne, die haben da wohl so einen Zusammenschluss irgendwie von realen GT3-Fahrern irgendwie gehabt und haben das Ganze dann da nochmal alles ein bisschen überarbeitet. Ah. Also das soll wohl somit das Größte, was jetzt wohl auch jetzt beim nächsten, müssten jetzt glaube ich noch 2 Wochen sein, glaube ich. Dann müsste es glaube ich wieder... Ey, iRacing ist ein Riesenkonzern geworden. Die haben ja schon jede Menge Studios übernommen. Richtig. Die hatten ja auch so ein Entwicklerstudio übernommen und haben jetzt schon die ersten PlayStation Xbox Spiele rausgebracht. Schnulli. Ja, für Dirt, glaube ich, haben Ja. Inzwischen dürften wir die 13. Woche haben und das neue Update müsste draußen sein. Das Highlight, der LMDH BMW. Also ich bin auf dem Rennserver, wenn ihr Fall das interessiert hat. Ich bin auch auf dem Rennserver, weil wenn du mir das jetzt gesagt hättest, dann wäre nämlich bei mir schon alles zu spät gewesen. Nürburgring, insbesondere die Nordschleife, hier bei iRacing, extrem hohe Ladezeiten. Nur ob jetzt auch wirklich schon Regen kommt nächstes Jahr, das konnten sie noch nicht sagen. Okay. Ja, hoffentlich nicht. Das haben sie ja nur schon ewig angekündigt, oder? Wer braucht denn Regen? Ja, wenn sie das einfügen, dann muss das auch dementsprechend Hand und Fuß haben. Ne? Das ist richtig. Ja. Weil, ist jetzt mal, wie willst du es dann irgendwie machen? Die sollten sich erstmal um die Grafik kümmern. Ja, Grafik ist eigentlich, reicht mir. Da brauche ich was ich zum Kotzen finde, sind die Zuschauer, diese Pappmaché, diese eindimensionalen Dinger. Ja, aber das fällt dir ja nur auf, wenn du zuguckst. Wenn ich fahre, geht mir da ziemlich am Arsch vorbei. Kannst du ausblenden? Ja, wenn ich fahre, habe ich ja auch ausgeschalten, aber ich mache ja Videos. Die sollen ja realistisch und cool aussehen. Richtig. Die beschäftigen hier 100.000 hochbezahlte Entwickler und stellen da hier so eine Pappmaché auf. Genau. Oh, Bernie. Hast doch immer genug von deinen Mannequin da, die du da immer mit einblendest. Da. Ja. Ich glaube, das dürfte doch für Entwicklerteam nicht so schwer sein, da ein hochkarätisches Zuschauerfeld hinzustellen. Ah, hier ist noch Practice, oder? Warm-up. Jetzt geht's ein Schritt. So, Practice-Zeit ist abgelaufen und der Grid ist eröffnet. Wie vorhin schon erwähnt, stehen heute 3 Runden auf dem Programm. Dave Honk. Ja, der Honk. Der Honk, ja. So, bin im Grid. Und auf Pole Position steht Philipp Salinas vor Peter Cox, Kaspar Dienitz auf P3 und der Daniel Röber P4. Ja, der Bernie heute einfach nicht mit dem Date. Du hast heute aber ein vernünftiges Paint drauf. Ausnahmsweise mal, ja. Oh, jetzt hast du mal Zeit für ein Bierchen, oder? Prost. Gut Schluck. Bis dann. Bis denn. Tschüss. Auf P5 und 6 2 alte Bekannte, Christian Schmenk und Max Portugal. Und Bernhard startet heute von Position 10. Philipp Salinas auf Pole Position vor Peter Cox. Dinis Kasper auf 3 und Daniel Röber auf 4. Christian Schmenk auf 5,
Christian Schmenk ist ein Abonnent von unserem YouTube-Kanal. Max Portugal? Alles gut. Und da ist das Feld auch schon losgebrettert. Christian Schmenk hat erhebliche Probleme, vom Start wegzukommen. Fällt bis ganz nach hinten zurück. Hier sieht noch alles recht geordnet aus. Breit gefächert geht es hier auf die erste Kurve zu. Und da fliegt auch schon der Erste. Da kommt geht ja schon gut los. Hinten im Feld einer quer, während Peter Cox hier in Front geht. Hat schon einen kleinen Vorsprung. Oha, ja. Bernie ist super durchgekommen hier. Und da jetzt geht der nächste fliegen, Daniel Röver. Zum Glück nichts passiert. Nur ein leichter Ausritt, aber viele Autos vorbeigefahren. Hier ist ja schon mächtig was los in den ersten paar Kurven. Da schauen wir gleich nachher nochmal hin. Erstmal hier das Feld sortieren lassen, direkt neben dir. Und der Bernie ist schon bis auf P6 nach vorn gekommen. Wow, ein super Start erwischt. Hinter dem Jonas Pentel klappt schon eine Lücke von über einer Sekunde. Was meint ihr da? Hin zu Dinis Kaspar. Jeder versucht hier auf der Grand Prix-Steckerposition gut zu machen. Da hinten die nächste Rangelei, da ist enorm off. Aber jetzt schauen wir gleich erstmal auf den Zwischenfall direkt nach dem Start. So, da haben wir hier den Marc Koida, der versucht hier am Start seine Position gut zu machen und den Gary Thomas rammt. Stich hier in eine Lücke, die eigentlich nicht vorhanden ist, während vor ihm noch größeres Tubabu gibt. Thiago Bernardes touchiert hier leicht den Alexander Wieg und der fliegt hier ab und räumt hier noch ein paar Kollegen mit. Da ist hier gleich für einige Fahrer das Rennen schon gelaufen. Bernhard hat Glück. Bernie auf 7 kann innen durchstechen und kommt unbeschadet durch. Max Portugal hier P5 hält den Bernie auf. Der Dinis kann sich schon ein Stück absetzen. Nochmal Gary Thomas und Patrick Asenbrock, die sind sich hier nicht einig. Gary macht sich ein bisschen dick hier und der Patrick will innen reinziehen. Nichts passiert, hat nur ein paar Plätze verloren. Weiter geht's. Daniel Röber weit zurückgefallen, liegt hier hinter Thomas Spento. Und hier Bernie, super Start. Nächster Zwischenfall, hier haben wir den Christian Schmenk, der schon am Start ganz schlecht weggekommen ist und sich hier verbremst und den Garvin Gruthof abräumt. Ein gebrauchtes Rennen heute für den Christian. Garvin fährt weiter und auch Garvin war in den Unfall in der ersten Kurve schon mit verwickelt. Ein verrückter Beginn, wir haben noch einen kleinen Ausritt. Und hier noch ein Zwischenfall, Max Portugal ein bisschen schnell in die Kurve und kommt raus auf den Grünstreifen, lehnt sich kurz an und weiter geht's. Hier brennt schon in der ersten Runde der Baum lichterloh. Wahnsinn, ein ziemlich wilder Beginn, bei dem sich so einige von Bernies Gegnern schon selbst eliminiert haben. Schauen wir mal, er hat schon einen kleinen Vorsprung und hinter ihm kracht es erneut hier. Oh, der hat es auch gekracht wieder. Da fliegen gleich drei Autos ab. Solange es hinter mir kracht, ist mir das egal. Ja. Da waren so einige drin verwickelt, gucken wir gleich mal hin. Wir haben irgendwie alle ein bisschen Probleme mit ihrer Bremse, habe ich das Gefühl. Oh, wir haben einen größeren Unfall. Der Florian Appenzeller, der gibt dem Gary Thomas einen Kick. Und der fliegt hier ab und räumt hier den Emilian Witt mit ab. Und auch der Marc Koida geht da fliegen. Der hat von dem Mattes hinten eine drauf gekriegt und ist abgeflogen. Drei Autos hier. Das ganze Feld hier schon sehr weit auseinandergerissen. Bernie kommt jetzt an seinen Vordermann wieder ein Stück näher. Hier Daniel Röver, ziemlich weit vorn gestartet, liegt weit hinten im Feld, immer noch hinter Thomas Spento. Hinter ihm der Patrick Asenbrock und Dave Van Hong. Das müsste so Position 13, 14, 15 sowas sein. Nach dem ganzen Gerangel ist hier einiges durcheinander geraten und es ist gar nicht so leicht, hier den Überblick zu behalten. Wir haben alle so um 2000 Rating. Und nachdem die vorne enteilt sind, das Mittelfeld hier noch recht dicht beisammen. Allerdings ist hier Überholen auf der Nordschleife immer eine ganz knifflige Angelegenheit. Da waren fast 200 Leute angemeldet, also können nicht sehr weit auseinanderhängen. Du hast jetzt schon eine Sekunde Vorsprung auf den Max Portugal. Der Max Portugal ist in vielen Rennen von uns schon mitgefahren. Der Bernhard hier jetzt schon 2 Sekunden Vorsprung auf den Max Portugal und hat den Dinis Kaspar fast eingeholt, während hier Daniel Röber versucht, wieder nach vorn zu kommen. Was wie gesagt hier auf der Nordschleife sehr, sehr schwierig ist. Da liegt der Nächste. Max hat sich hier in Breitscheid ein bisschen vertan und Mattes und Florian sind an ihm vorbeigegangen. Zurückgefallen auf P8. Da hat er jetzt gerade auch wieder einen Zwischenfall. Dadurch ergeben sich natürlich wieder einige Verschiebungen und Bernies Abstand nach hinten wird immer größer. Sehr, sehr gut. Ein bisschen hier auf diesen Dennis hier da aufpassen. Und Bernie, ja. Für dich läuft es ja richtig gut, Mann. Boah, bist du ruhig? Bernie scheint abergläubisch zu sein. Das ist genauso wie auf der Arbeit sagen, heute wird ein ruhiger Tag.
Hier mal unser Leader im Bild, Peter Cox, schon Abstand zu Philipp Sanina. Ist dem meistens nicht so. Nee. Während hier die Kämpfe toben. Ach Bernie, das ist alles scheiße hier. Ja, läuft beschissen. Das ist schon Mist, was du hier machst. Also komm. Ja. Und das war's für ihn. Wir wollen mal den Tag nicht vor dem Abend loben, trotzdem super bis hierher. Bernie ganz dicht dran, Abdinis Gaspar. Oh, jetzt war's das. Sowas wünscht man natürlich keinem, aber wieder einen Platz gut gemacht. Da hat der Dinis wohl den Druck nicht standgehalten, der Mann mit der Nummer 1. Und wieder sind Mattes und Florian vorbeigegangen. Hier haben wir Dinis Gaspar, den Mann mit der Nummer 1, Richtung Caracciola-Kreisel. Das ist Steilstrecke, müsste das sein. Verliert er das Auto und dotzt ganz leicht hinten an, kann aber weiterfahren. Hoho, 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 hoho. Eins muss man heute aber ganz klar feststellen. Nonny P4, wow. An Unterhaltungswert mangelt es diesem Rennen auf gar keinen Fall. Wir haben mal Philipp Salinas und Jonas Pentel im Bild, die Verfolger. Auf P2 und 3 und Bernie hier, der vierte Platz. Hinter dir jetzt schon 4,5 Sekunden Abstand zu Florian Abbazeller. Dinis Gaspar hinter dem Florian zurückgefallen. Abbazeller, das ist doch Käse. Es gab hier im Hinterfeld noch so einige Zwischenfälle. So ein Käse. Die wir uns nachher gleich nochmal anschauen. Ein verrücktes Rennen. Aber mit der Nummer 23 auf P5, das ist nicht schlecht. Der nächste Zwischenfall, selbe Stelle, selbe Welle, Marc Keuta genauso wie Dinis Gaspar angelehnt und weiter geht's, verliert hier aber viele Plätze. Ich dachte jetzt gerade, der Bernie schon 4.900 Rating, aber das ist ja Safety. Der Bernie auf P4, hinter ihm der Florian Abbazeller auf dem fünften Platz und hier der nächste Zwischenfall, Mathis Börtjes, hohe 8, kommt hier außen auf den Randstein und verliert da sein Auto, rutscht hier durch die Gegend und kann ja auch einen Einschlag verhindern, jedoch steht er hier sehr, sehr ungünstig und das halbe Feld kommt hier vorbeigerauscht. Oh, wie ärgerlich. Boah, da kracht's. Oh, böse gekracht. Ach du Scheiße! Da flogen gerade die Autos durch die Gegend, aber wir haben noch ein paar andere Unfälle abzuarbeiten. Nächster Zwischenfall, Thiago Bernardes. Bernie, sei froh, dass du kommt hier auf den Grünstreifen. Ausgang Bergwerk Richtung Klostertal, Kesselchen müsste das sein. Und schmeißt hier seine Kiste mit Schmackes in die Leitplanken. Oh. Ja. Das halbe Feld hat sich schon gekillt hinter dir. Da gab es noch ein paar Zwischenfälle, die arbeiten wir nach und nach ab. Man geht nicht hinter dem Bernhard schon 5 Sekunden Lücke. What a day to return to iRacing, schreibt er. Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. Ne? Nächster Zwischenfall, der Oriol Trivio, der fährt ja auch viel zu schnell in die Kurve, wird nach außen getragen, schlägt kurz in der Leitplanke an, kann aber weiterfahren, verliert jedoch 2 Plätze. Also hier in der Eifel brennt der Wald lichterloh, der nächste Zwischenfall. Und nochmal Oriol Trivio, nach seinem Ausritt eben schießt er hier den Thomas Beto einfach ab. Arme Kerl, Auto beschädigt. Die fahren ja hier wie die Verrückten. Der nächste Zwischenfall, Dave Van Honk, Position 13, verliert nach dem großen Sprunghügel sein Auto im Bell of S und räumt hier den Emilian Witt mit ab, der sich ein paar Mal überschlägt. Da liegt der Führende. Und das Rennen ist gelaufen. Peter Cox. Oha. Und jetzt kriegt er noch eine. Und jetzt hebt er nochmal ab. Da sollte man die Kotztüte bereithalten. Oha, oha. Und er bleibt auch noch auf dem Dach liegen. Das war's endgültig. Und ihr habt eben gehört, der Führende hatte einen kleinen Zwischenfall. Der nächste Zwischenfall, hier haben wir Peter Cox, unseren Führenden, eingangs zweite Runde, verliert hier sein Auto, fährt viel zu schnell in die Kurve und die Kiste kommt hinten rum. Er geht segeln, kann einen Einschlag verhindern, aber verliert natürlich seine Führung. Ah, den nächsten Fall. Oh. Total verrückt heute. Nächster Zwischenfall, der Max Portugal, Position 11, verschläft hier den Bremspunkt. Ende Start und Ziel gerade und rups geht das Auto rum. Also Bernie hindert dir, die zerhacken sich heute
heute alles selber. Was für ein Schlachtfest. Hier haben wir mal Lou Gehrmann, P14 im Bild. Umso weniger Druck kommt von hinten. Vor ihm der Gary Thomas und da hinten, da kommt nichts mehr. Dort der Thomas Pento. Und hier Kevin Koch, P10. Bernie auf dem vierten Platz, direkt hinter Peter Cox. Der einzige hinter dir, der Florian Appenzeller. Hinter dem Florian ist auch noch der Dines Kasper und Patrick Asenburg im Anmarsch. 3,4. Peter Cox scheint sich jetzt etwas berappelt zu haben, so wie sich das ganze Feld jetzt wahrscheinlich etwas beruhigt hat, sodass wir uns vielleicht jetzt erstmal dem Rennen etwas widmen können. Hier vorne unser Führenden, der Jonas Pentel, hat den Philipp Salinas ungesehen von uns irgendwo überholt und schon einen kleinen Gap rausgeholt. Wie gesagt, Philipp Salinas hier P2 und dahinter dann der Peter Cox auf P3. Bernie, kleiner Abstand, P4. Der kommt aber langsam näher. Der Appenzeller. Alter Sticker. Herrlich, wie der Florian hier drüber fliegt über den Sprungkörper. Ein Aston Martin Design. Auf dem Porsche, ein Aston Martin Design. Hier haben wir mal Kevin Koch im Bild, P10. Vor ihm der Nico Schmidt und hinter ihm der Robert Moron. Konnten schon so einige Plätze gut machen. Max Portugal schon 5,5 Sekunden weg. Und nachdem es eine Weile ruhig war, haben wir den nächsten Zwischenfall nachzureichen. Hier haben wir den Alexander Wieg, der am Anfang diesen schweren Unfall hatte, verbremst sich hier kapital, geht geradeaus, ist genug Auslauf, aber er fährt radikal in die Leitplanke. Nochmal zur Erinnerung, das Stranger Field liegt heute bei 2200, also es sind keine Pappnasen, die hier rumfahren, trotzdem kracht hier ständig. Jonas Petrell, 0,6 Sekunden Abstand, Philipp Salinas bleibt allerdings dran. Peter Cox musste schon 2,5 Sekunden abreißen lassen und Bernie 7 Sekunden hinter dem Führenden. Gary Thomas fährt auch mit. Wer ist das? Major Series. Der hat mich hier im Daytona stumpf aus dem Weg geräumt. Der fährt schon seit Jahren mit. Gary Thomas fährt seit 2018 mit mir gemeinsam in der European Major Series. Der Zwischenfall beim letzten Majors-Rennen, der war sicherlich keine Absicht, denn er ist ein sehr, sehr fairer Fahrer bisher immer gewesen. Mattis Berthiez und Lou Gehrmann, die Plätze 15 und 16. Dahinter der Thiago Bernandez, der Garvin Kruithof und der Marc Koida, P19. Auf P20 stand der Oriol Trivio. Jetzt so ein Abschnitt, dann nehme ich dem Appenzeller ein bisschen ab. Der Oriol war erstmal zum Reparaturstopp an der Box. Bernie weiterhin in der Verfolgung von Peter Cox. Ja, der Abstand ist eigentlich immer relativ. Er pendelt sich immer so zwischen 2 und 3 Sekunden. Das Rennen läuft für Bernie weiterhin mega super. Allerdings können die Gegner von hinten immer mehr aufholen. Jonas Pentel setzt sich immer mehr ab von Philipp Salinas. Vorne zieht sich jetzt so langsam auseinander. Jonas von P8 gestartet, liegt hier in Führung. Und der Einzige, der ihm derzeit folgen kann, ist hier Philipp Salinas, unser ehemaliger Polesitter. Zu Peter Cox und Bernhard Grütering schon 2,5 Sekunden Abstand. Ungefähr 5 Sekunden hinter dem Bernie der Florian Appenzeller. Danach kommt der Dines Kasper und Patrick Asenbrock auf P7. Und nachdem Peter Cox eigentlich die erste Runde souverän angeführt hat, gerät er hier immer mehr unter Druck von unserem Bernie. Geht's Richtung Caracciola-Kreisel. Und wir haben wieder einen kleinen Zwischenfall. Schalten wir gleich mal hin. Nächster Zwischenfall, Thiago Bernardes. Kesselchen, ein bisschen schnell mit lädiertem Auto. Schlägt in die Leitplanken ein und bleibt da stehen. Da sind wir da einfach nur nah rangekommen. Daniel Röber, P8, musste zu Patrick Asenbrock schon abreißen lassen. Kevin Koch inzwischen auf P9 vorgefahren, hat den Nico Schmidt überholt, der hier von Robert Moron unter Druck gesetzt wird. Nach vorne zu Daniel Röber allerdings schon 3,5 Sekunden Abstand. Und es gibt wieder einen Zwischenfall. Hier haben wir Thomas Bento, Mutkurve, kommt ein bisschen weit raus, dotzt mal kurz an der Leitplanke an, kann aber weiterfahren, verliert eine Position. Hier mal Gary Thomas im Bild, P13. Oh, da ist wieder einer abgeflogen, Max Portugal. Der ist heute aber schon öfters dagegen gelegen. Dabei haben die doch gewonnen gestern. Das schauen wir uns gleich mal an. Ganz ehrlich, ich habe noch nicht eine Minute Fußball. Nächster Zwischenfall, Max Portugal fährt jetzt zu schnell in die Kurve. Und das Auto geht hinten rum. Nichts weiter passiert, verliert aber eine Position an den Gary Thomas. Wow, da war er bei. Und es geht gleich weiter.
Nächster Zwischenfall, der Mattis Birtis, Position 17, ein bisschen sehr schnell im Karat. Boah, das sieht geil aus. Schöner Kreisel und die Schwerkraft trägt ihn nach außen. Er schlägt da drüber geschwät oben kurz in die Leitplanke ein, kann aber weiterfahren. Ist schon eine geile Stelle zum Fahren, oder? Ja, mega, mega. Florian Abateller kommt von hinten immer näher und hat kurz danach nochmal gekracht. Schalten wir gleich hin. Boah! Peter Cox abgeflogen. Der nächste Zwischenfall, Luke Gessmann. Der donnert hier dem Thomas Spento volle Kanne hinten drauf. Bernie P3 Richtung hohe 8 und beide fliegen ab. Der Thomas schlägt nochmal ein, kann aber weiterfahren und wir hoffen, das Auto ist von nicht kaputt. 24 Starter. Und den Unfall von Peter Cox schauen wir uns auch gleich nochmal an. Eine Runde müssen wir noch. Ja. Im Appenzeller sind wir noch da. Jonas weiter souverän in Führung. Jonas Petrell schon 3,1 Sekunden Vorsprung auf den Philipp Salinas. Ein Hammerrennen hier auf der Nordschleife. Der Philipp Salinas wiederum 8,3 Sekunden Vorsprung auf den Bernhard Durchschalten. Oh, der Meck ist da. Und hinter dem Bernie geht's jetzt rund. Patrick. Boah, zu dritt nebeneinander. Das sieht mal geil aus. Boah. Das sieht mal geil aus. Das ist doch mal geiler Rennsport hier. Super. Aber haben sie auf die Reihe gekriegt hier? Alter Falter. Ja, die können sich gerne dabei haken, da habe ich nichts dagegen. Nächster Zwischenfall, Peter Cox, der ehemals Führende, hier Schwalbenschwanz Richtung kleines Karussell, verliert er sein Auto, schlägt ein, endgültig Feierabend. Patrick Assenbruck, Florian Abteller und Dinis Gaspar, der jetzt in der 8.13.992 gefahren ist. Patrick Assenbruck jetzt auf P4 in der Verfolgung von Bernhard. Der Patrick Assenbruck eine 8.10, nur noch 1,4 Sekunden dahinter. Und hier haben wir noch einmal den Thomas Spento, jetzt wahrscheinlich mit beschädigtem Auto. Beim Umsetzen verliert er die Kiste, dreht sich und fliegt Richtung Leitplanke, schlägt ein, kann aber weiterfahren. Oha, der kommt von hinten mit Riesenschritten an, der Patrick Assenbruck, der Bernie, der wird noch zu Besuch kommen. Und während vorne Jonas und Philipp auf und davon sind, bekommt der Bernie jetzt so langsam Besuch. Und kaum haben wir einen abgearbeitet, die nächsten Zwischenfälle. Sehr aufbauend. Nächster Zwischenfall, Oriol Trivio, Bergwerk. Hier ein bisschen viel zu schnell. Fährt Richtung Kurve, lehnt sich an der Leitplanke an, kann aber Gröberes verhindern und weiterfahren. Und es geht gleich weiter mit Zwischenfällen. Hier haben wir nochmal Luke Gessmann, der vor uns den Thomas Spento abgeräumt hat. Hohenrain-Schikane, verbremst sich ein bisschen zu schnell und schlägt in die Leitplanke ein, verliert eine Position, kann aber weiterfahren. Während wir hier Dinis Kaspar auf P5 sehen, gehen die Zwischenfälle munter weiter. Der nächste Zwischenfall, und hier haben wir schon wieder den Oriol Trivio, Kesselchen Richtung Klostertal, fährt er auf den Grünstreifen, verliert sein Auto, schrammt hier ein paar Mal an der Leitplanke entlang, aber so wie es aussieht, kann er weiterfahren. Nochmal Glück gehabt. Ich glaube, der Patrick geht gerade einer ab. Atzbach, Patrick Assenbruck ist jetzt schon ganz dicht dran am Bernie. Der wird über kurz oder lang auch an ihm vorbeigehen. Der hat eine viel höhere Pace drauf. Der fährt hier 8-10er Zeiten, während der Bernie 8-15 fährt. Florian aus dem P5 rausgefallen. Ui, der ist aber schon da, du. Ja, der wird auch bei der nächsten Gelegenheit vorbeigehen. Es macht der Patrick Druck auf den Bernie. Und ein Stück hinter dem Bernie gab es wieder einen kleinen Zwischenfall. Schalten wir direkt hin. Max Portugal hat es ein paar Runner viel zu schnell, fährt hier geradeaus, knallt mal kurz in die Leitplanke und weiter geht's. Der Max hat heute so einige Wackler, während hier jetzt Patrick Assenbruck Flugplatz ansetzt, den Bernie zu überholen. Außenrum hat der Bernie keine Chance. Muss man aber auch neidlos anerkennen, dass der Patrick hier eine viel höhere Pace hat. Jetzt heißt P4 absichern. Nächster Zwischenfall, Oriol Trivio zum x-ten Mal hier, das müsste Wippermann sein, verliert sein Auto erneut und schlägt ein. Ich glaube, es ist besser, der stellt sein Auto ab. Stopp! Ich schreck mich jedes Mal, wenn der verdammte Scheibenwischer angeht, ne? Fliegen breitschmieren. Johnny kann seine Position stabilisieren, während der Florian schon ein bisschen abreißen lassen muss. Hier der Führende, Jonas Pentel, ein Top-Rennen. Dahinter der Philipp Salinas. Dahinter Patrick Assenbrock mit 7-Meilen-Stiefeln Richtung Spitzenposition. Dahinter der Bernie, dann der Dinis Gaspar, Florian Abateller. Hier haben wir auf P7 dann den Daniel Röver, der am Anfang unschuldig abgeräumt wurde und hinterherfahren musste. Dann haben wir hier Kevin Koch
auf P8, hinter dem Kevin der Nico Schmidt, P9 und die Top 10 vervollständigt Robert Moron, auf P11 dann Gary Thomas, P12 dann der Mathis Börtjes, P13 Luca Gessmann und auf P14 haben wir Max Portugal. Ah ja, Jonas Pentel das letzte Mal aus dem Bergwerk raus. Ein solides Rennen, top. Aber auch der Bernie in dem Feld hier eine Leistung abgeliefert. Wahnsinn. Bisher sieht alles super aus. Da wächst das i-Rating wieder um 67 Punkte. Die Gegner haben aber heute auch alles dafür getan, sich selber rauszunehmen. Was heute hier abging, einfach verrückt. Porsche Cup. Da hatten so einige Spezies heute nicht ihren besten Tag, was man von unserem Präsidenten allerdings nicht behaupten kann. Hier haben wir mal Max Portugal im Bild. Hinter Luke Gessmann hatte heute so den ein oder anderen Wackler dabei. Ja, der Patrick Asenbruck, der könnte den Philipp Salinas noch einholen. Der Patrick ist nur noch 2 Sekunden weg und er hat eine unglaubliche Pace drauf. Obwohl, Philipp dürfte ihn langsam großformatig im Rückspiegel sehen. Zum Ende des Rennens hier nochmal ein spannender Kampf um die 2. Position. Was will man mehr? Wow. Bernhard nach vorne und hinten jeweils 2 Sekunden, da dürfte nichts mehr anbrennen. Hier Jonas Pentel auf dem Weg zu seinem großen Triumph von P8 gestartet. Da kann man einfach nur den Hut vorziehen. Ein letztes Mal geht's ins Brünnchen. Philipp Salinas, 6,7 Sekunden dahinter, bekommt langsam Besuch von Patrick Asenbruck. Und wenn der sich dann im Windschatten auf der Döttinger Höhe befindet, dann war's das für den Philipp. Und es gibt mal wieder einen kleinen Zwischenfall, schalten wir gleich hin. Nach hinten, das dürfte eigentlich nicht sein. Ja, das ist jetzt die Stelle, wo ich dem eigentlich so ein bisschen abnehme. Der nächste Zwischenfall, Mathis Börtjes. Bis sie sehr schnell in die Kurve gefahren, Auto ausgehebelt und rups geht die Kiste hinten rum. Zum Glück nirgendwo eingeschlagen, auch keine Plätze verloren, weil er eh schon einsam und verlassen durch die Gegend fährt und weiter geht's. Patrick ist jetzt 07 dran. Galgenkopf, das wird eine ganz, ganz knappe Geschichte. Was für eine sensationelle Aufholjagd der Patrick hier hingelegt hat, von P20 gestartet. Wahnsinn. Und jetzt ist er dran am Philipp im Windschatten. Das wird eine ganz, ganz enge Kiste. Patrick saugt sich an wie ein Staubsauger und der Philipp, der wird schon verzweifeln. Könnte es nochmal eng werden. Könnte sich jetzt nochmal ansaugen. Ja. Jonas Pentel auf dem Weg zu seinem wohlverdienten großen Triumph. Während es hier ganz, ganz spannend wird, der Philipp wird den Patrick nicht halten können. Und hier Jonas Pentel auf den letzten Metern zu seinem großen Triumph, Hohenrhein-Schikane. Ein Hammerrennen von P8 gestartet und der Patrick hat es geschafft, ist vorbeigegangen. Philipp Salinas, den letzten paar Metern vorbeigegangen. Jonas Pentel gewinnt hier. Hier Jonas Pentel, die letzten Meter, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, super gemacht. Patrick Asenbruck auf den letzten paar Metern den 2. Platz geholt vor Philipp Salinas. Siehst du? Und Bernie. Ein Top-Rennen geliefert hier, P4. Zu dein Glück. Sehr, sehr geil gemacht. Und es gab nochmal einen Zwischenfall. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Bernie, das war cool. Nächster Zwischenfall und wir haben noch einmal den Max Portugal. Jetzt kommt noch Daniel Röver von P2 gestartet. Der kommt hier ausgangs Galgenkopf aufs Grün und verliert dann auf der Döttinger Höhe sein Auto. Sein Gegner hat noch Platz, dass er nicht abräumt. Jonas ein Top-Rennen geliefert hier. Der schlägt hier aber ein, dreht sich zweimal, kann jedoch weiterfahren, denke ich mal. Oh, legt hier noch einen Tanz aufs Parkett. Wir müssen uns erstmal gucken, was der Mac da auf dem Server gebastelt hat, damit das hier richtig aufgeht. So. Da neigt sich unsere Sendung auch schon dem Ende entgegen. Die Ergebnisse sind oben eingeblendet. War ein wirklich spitzenmäßiger Tag für unser Team, besonders für unseren Präsidenten Bernhard. Genau. Im Porsche Cup, da ist ja bekanntlich immer was los und die Nordschleife, das weiß jeder, die holt sich ihre Opfer. Doch heute hat es ganz besonders viel gescheppert. Zum Glück der Bernhard in keinerlei Zwischenfälle verwickelt. Toi, 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 ein super mega Abend. Jungs, das war cool. Ja, Bernie, das war ein geiles Rennen. Ganz vielen Dank. Ich hab zu danken. Ja. Bleibt uns nur noch, uns von unseren Zuschauern zu verabschieden. In diesem Sinne. Genau. Das war doch mal wieder ein richtig cooles Rennen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eine besinnliche Weihnachtszeit allen. Und macht's gut. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Dann müssen wir aber auch gucken.
gucken, dass das Video auch vor Weihnachten noch. Merry Christmas! Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.